Muttertag, Europatag, Sonntag. Viele Gründe, heute zu feiern. Ja, auch viele Gründe, heute zu danken. In unserer Welt hat sich vieles verändert. Nicht nur Mütter, auch Väter erledigen den Haushalt, gehen einer Erwerbstätigkeit nach. Kinder haben heutzutage Rechte. Das Familienbild hat sich seit dem ersten Muttertag sehr gewandelt. Es gibt Eineltern, Patchwork, Regenbogenfamilien. Auch die Berufsbilder und Arbeitsfelder verändern sich laufend. Und Europa? Die Grenzen wurden durchlässiger. Die Nationen suchen nach gemeinsamen Lösungen für globale Fragen und Aufgaben. Oder sie versuchen es zumindest. Europa ist auf einer wackeligen Brücke unterwegs. Ja, vieles hat sich verändert und verändert sich noch. Und diese Veränderungen fordern uns heraus. Erkennen wir sie als Schritt in die Zukunft oder sehen wir darin eher einen Verlust von Tradition? Haben wir Vertrauen oder Angst? Sind wir Gewinner oder Verlierer in dieser Zeit? Denken wir schwarz-weiß oder bunt? Und genau hier liegt das Problem. Denn es gibt auch viele Grautöne oder in einem anderen Bild, unter dem ganzen Schwarz befindet sich die Farbvielfalt des Lebens. Öffnen wir uns doch dafür. Gebet komme ich zur Ruhe. Das Gebet ist wie eine Gedankenreise zum Himmel. Gott, gib mir offene Augen, dass ich deinen Willen erkennen kann. Ja, das Gebet ist eine Gedankenreise zum Nächsten. Gott, dein Reich komme für alle Menschen in allen Völkern, für die ganze Erde. Gib uns ein offenes Herz, dass wir lieben können. Beten ist auch wie eine Leiter zum Himmel. Gott, ich möchte dir erzählen, was heute geschehen ist, Gutes und Schlechtes und was ich dazu getan habe. Beten bedeutet nicht, Verantwortung abzugeben, im Gegenteil. Beten heißt, Verantwortung wahrzunehmen. Beten will daher auch geübt werden. Manchmal braucht es besondere Zeiten oder Räume, manchmal bekannte Worte oder Lieder. Manchmal hilft nur Stille werden und hören. Thank you.
reisen in Gedanken und wenden uns an Gott. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Gelobt sei Gott, die mir antwortet und Wege zeigt. Gelobt sei Gott, die immer für mich da ist. Amen.